Gute Nachricht für die FCB-Fans vor dem Klassiker gegen Zürich. Torhüter Hitz meldet sich zurück. Er hatte zuletzt 2 Spiele verletzt, verpasst und war heute fraglich. Trotzdem ist Basel zu einigen Umstellungen gezwungen. Bellmar, Calafiori, Frey und Comas fehlen verletzt. Diouf ist gesperrt. 4 Änderungen beim FCB nach dem Sieg in Winterthur. Auch der FCZ muss improvisieren. Captain Blerim Cemaili nur als Zuschauer in Basel. Er fehlt angeschlagen. Auch Okita fällt aus. Tosin ist schon länger verletzt. Lieg kommt zu seinem Startelf-Debüt. Überraschendes Sturmduo beim FC Zürich. Es ist angerichtet im St. Jakob-Park. 27.000 Zuschauer freuen sich auf Rot-Blau gegen Blau-Weiß. Die beiden Teams zeigen sich sofort gierig. Kein Abtasten, kein Taktieren. Hohes Tempo ab der ersten Minute. Katic klärt ungenügend. Zekiri, mutiger Versuch aus der Distanz. Brecher ist gefordert. Das Heimteam zeigt zu Beginn große Entschlossenheit. Aufgepasst. Das Duell Katic gegen Amdouni. Erste umstrittene Situation. Partie läuft weiter. Es folgt das Foulspiel an Malesch. Schiedsrichter Dudic lässt die Szene in Volkezwil überprüfen. Wir schauen auch genau hin. Katic nahe dran an Amdouni. Der Basler wird vom Ball im Gesicht getroffen. Kein Elfmeter. Aber Freistoß für Basel. Xhaka übernimmt. Oh la la, war da eine Hand im Spiel? Ja, aber der Schiedsrichter hatte zuvor bereits ein Foulspiel von Adams an Camberi gepfiffen. Wilder Start im Jockeli. Eckball für die Gäste. Das passiert hier alles in der Startviertelstunde. Marquesano. Katic. Erste Topmöglichkeit für den FC Zürich. Die Gefahr noch nicht gebannt für Basel. Enorm viel Action. Nikola Katic in den letzten 3 Spielen nicht eingesetzt, bringt den Ball nicht an FCB-Torwart vorbei. Die Fingerkuppen von Hitz lassen Katic verzweifeln. Keine Atempause, das erste Tor scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Michael Lang stellt Brecher auf die Probe, turbulentes Spiel nach wie vor. Lang kommt hier sehr frei zum Kopfball. Klar, dass solche Aktionen bei FCZ-Trainer Bo Henriksen keine Begeisterungsstürme auslösen. In der Folge werden die Torraumszenen rarer. Die Begegnung bleibt umkämpft. Foulspiel von Miller an Boranjasiewicz, angezeigt vom Schiedsrichterassistenten. Standardsituation für Zürich. Marquesano. Lieg ungedeckt, segelt der 18-Jährige am Ball vorbei. Basels Verteidigung offenbart Schwächen bei hohen Bällen. Und dabei hatte Heiko Vogel eine Woche Zeit, um am Details zu feilen. Für einmal keine englische Woche für die Bepi. Knusprig wird es in dieser Phase kurz vor der Pause nur noch nach ruhenden Bällen. Malesch aus günstiger Position verzieht er doch deutlich. Unschöne Szene praktisch mit dem Halbzeitpfiff. Basels Lopez knickt im Zweikampf mit Lieg mit dem Fuß um. Der Spanier muss unter Tränen ausgewechselt werden. 0:0 nach 45 Minuten. Basel stellt auf eine Dreierabwehr um. Auguste kommt neu beim FCB. Nach dem tollen Auftakt ist das Geschehen doch merklich abgeflacht. Die Hausherren verzeichnen deutlich mehr Ballbesitz. Der FCZ wirkt trotz ungemütlicher Tabellensituation nicht verunsichert, verteidigt geschickt und kompakt. Wenn der FCB gefährlich auftaucht, wie hier mit Amdouni, dann werden oft falsche Entscheide getroffen. Dem FC Basel fehlen Ideen und Kreativität gegen einen Gast, der extrem tief steht. Diese Situation zeigt das deutlich auf. Der FCZ igelt sich in der eigenen Platzhälfte ein, die Stürmer ziehen sich zurück. Für Rot-Blau heißt es, Lösungen kreieren. Vorstöße über die Außen könnten helfen. Der Ansatz ist da. Die Präzision fehlt, der Schwung ist weg. Die Gäste lullen die Basler ein, um dann nach etwas mehr als einer Stunde plötzlich einen Gang zuzulegen. Camberi. Marquesano, gefährlicher Drehschuss nach der ungenügenden Klärung von Adams. Die Kräfteverhältnisse verschieben sich, weil der FCB fahrig wird.
Ndoi lässt sich von Kondé den Ball abjagen. Marquesano, Matthew, der FCZ Winterneuzuzug gewinnt beim FC Zürich immer mehr an Wert. Beim FC Basel stehen neue Offensivkräfte auf dem Platz. Hugo Novoa hier am Ball. Schüchterne Elfmeterproteste werden wir gleich überprüfen. Der FCB hängt sich rein. Fink, ungefährlich. Der Zweikampf Novoa gegen Kondé, klar, kein Foul. Die Emotionen sind jetzt aber da. Heiko Vogel zwitschert seine Meinung. Auf dem Platz kocht der Kessel. Wild West im St. Jakob Park. Eine unglaubliche Schlussphase steht an. Plötzlich ist alles nicht mehr unter Kontrolle. Oran Jasevic, böses Foulspiel an Auguste. Selbstjustiz wird geübt. Hier die Übersicht zu behalten ist praktisch unmöglich. Das war ein sackgrobes Foul. Rot? Fragezeichen. Was danach passiert, ist schon viel klarer. Eine Tätlichkeit von Adams, das Urteil folgt. Zweimal gelb und einmal rot. Adams fliegt vom Platz. Es laufen die letzten Minuten. Fußball, ja, wird auch noch gespielt. Kasnitschi gegen Lang. Ein Pfiff. Elfmeter. Wirklich? Die Basler können es nicht glauben. Die Wiederholungen zeigen Folgendes. Eventuell eine Berührung, aber sicher kein Foul. Der Videoschiedsrichter meldet sich nicht. Unglaublich, das wird Diskussionen geben. Vor allem aber gibt es Penalty für den FCZ. Šimić trifft, der FC Zürich führt. Das hat der FC Basel nun wahrlich nicht verdient. Der FCB wirft in der Nachspielzeit alles nach vorne und wird auf dem falschen Fuß erwischt. Matthew und Šimić gegen einen Basler. Malesch als Verteidiger. Das kommt nicht gut für Basel, aber sehr gut für den FC Zürich. Matthew macht hier alles klar. Der zweite Zürcher Treffer tief in der Nachspielzeit. Jetzt gerät alles außer Kontrolle. Xhaka kassiert eine gelb-rote Karte. Der total frustrierte FCB-Captain reagiert sich an Marquesano ab. Keine gute Idee. Schiedsrichter Alessandro Dudic wird vor den Bildschirm gerufen. Die Negativmeldungen überschlagen sich. Wer hat noch den Durchblick? FCB-Präsident Degen erfährt, dass auch Börcher und Kesio vom Platz gestellt werden. Den bildlichen Beleg kann ich Ihnen nicht liefern. Und dann wird es skurril. Taulan Xhaka wird aus der Kabine zurückgeholt. Warum? Der Schiedsrichter korrigiert seinen Entscheid von gelb-rot auf direkt-rot. Wahnsinn! Dann ist diese Partie mit dem unwürdigen Ende vorbei. Heiko Vogel und der FC Basel erleiden einen Rückschlag. Bo Henriksen jubelt. Der FC Zürich gewinnt in Basel. 2:0. Heiko Vogel, ein unglaublich frustrierender Nachmittag für den FC Basel. Was? Unglaublich frustrierend. Ja, das stimmt. Frustrierend ist das Wort, was meine Gefühlslage auch am besten beschreibt. Ich habe mir die Szene nochmal angeschaut jetzt gerade. Wir brauchen, glaube ich, über die rote Karten brauchen wir keine Diskussion führen. Ja, die sind glasklar, völlig berechtigt. Was die Situation zum 1-0 angeht, bin ich einfach sprachlos, weil alle Spieler auf dem Platz, auch ich, habe zum vierten Offiziellen gesagt, ich habe überhaupt kein Problem, wenn er ihn dann gibt, aber ich hab darum gebeten, bitte schaut es euch wenigstens an. Ich verstehe diese zum Teil auch süffisante Arroganz und Ignoranz seitens der Offiziellen. Die können mir jedes Spiel eine Dauereinrichtung, gelbe Karte geben. Emotionen gehören für mich dazu und ich glaube, dass der Schiedsrichter aber auch seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass es dann so entglitten ist. Nochmals, die zwei rote Karten sind unentschuldbar, tun uns unheimlich weh, da gibt es keine Diskussion, werde ich auch mit den Jungs besprechen. FCZ war mit Sicherheit auch nicht harmlos, aber die kommen ohne irgendwas. Mir hat heute komplett schon über das ganze Spiel die Linie gefehlt, das habe ich auch gesagt, damit habe ich aber auch kein Problem, aber was dann
zum Schluss natürlich, muss ich einfach sagen, ich bin sprachlos. Es ist jetzt zum wiederholten Male. Wir reden vor allem über die Schlussphase, da ist der Ärger auch komplett verständlich. Auf Seite vom FC Basel auch, dass man sich ungerecht behandelt fühlt. Wenn wir vor dieser Szene, vor dem Penalty entscheiden, ob jetzt die Zeit anschauen, hat Ihre Mannschaft mehr als ein Unentschieden verdient, als ein 0-0? Weil wirklich Chance hat sie sich ja nicht können erarbeiten. Nee, definitiv. Das eine ist ja das Spielgeschehen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist, wir haben das Spiel über alle Phasen das, kontrolliert, haben aber speziell in der zweiten Halbzeit kaum Torangefahr entwickelt. Deswegen hat alles auf ein 0-0 herausgelaufen, bis dann halt der Schiedsrichter auf die Seite der Zürcher geschlagen hat. Jetzt sind es 4 Runden vor Schluss, 4 Punkte Rückstand. Es ist maximal knifflig für Basel zum neuen Europacup. Wir machen weiter. Jetzt erstmal am Donnerstag und dann schauen wir, wir nehmen Spiel für Spiel. Und wird aber auf jeden Fall vom Personal her eine spannende Sache gegen St. Gallen. Wie schaffen Sie es jetzt, um den Match aus den Köpfen kriegen von den Spielern? Weil da bleibt ja schon noch ein bisschen etwas hängen. Also geht das automatisch, weil es ein neuer Wettbewerb ist, ein anderer Wettbewerb? Geht das von alleine? Müssen Sie da nicht noch spezielle Worte an die Mannschaft richten? Nein, ich glaube, dass ich das nicht machen muss. Aber ist jetzt unmittelbar nach dem Spiel natürlich ein bisschen früh. Ich versuche die Mannschaft auch mit Gesprächen morgen zu fühlen und zu spüren. Aber ich habe das Gefühl, dass die Jungs sehr wohl wissen, was jetzt am Donnerstag auf sie zukommt. Und da bereiten wir uns jetzt in aller Ruhe vor.